So, da haben wir erstmal entspannt nochmal einen Kaffee getrunken. Fokus ist jetzt auch auf Top-Notch ein hier unten. Und Beginn des Rattennests, würde ich mal sagen. Damit herzlich willkommen zurück bei Watch Dogs. Es geht weiter. Wir sind auf der Suche nach Default, der uns unsere Sachen geklaut hat. Und dann schauen wir mal, ob wir den mal hier ein bisschen, ne, zur Rechenschaft ziehen können. Mal gucken, mal gucken, mal gucken. Das Rattennest. Wir haben Defaults Aufenthaltsort. Jetzt hole ich zurück, was er stahl. Wenn er IREX Material auf dem Markt verkauft, war alles sinnlos. Ob es verschwindet oder öffentlich wird, ich hätte da nichts mehr für Damien. Oh Mann, ein Volltreffer. Wo bist du? Hier ist eine Webcam. Bin da in Zugang? Also sieh dir an, was ich gefunden habe. Kann ich jetzt auch Schach spielen? Achso, ja, ich habe hier übrigens, wir sind ja, haben in der letzten Folge hier noch geparkt gehabt. Stimmt, da war ja was. Okay. Wächter? Nee, der hat nur Geld. Also klar. Klar kann er das. Natürlich. Ach komm, ey. Wenn das jetzt so schlimm ist, Mensch, Jungs. Oh. Ah, okay. Ah, wir müssen nach oben, deswegen. Entschuldigung. 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 Tut mir leid. Irgendwo hier vorne ist der, ja? Das ist jetzt gerade richtig gesehen. Da unten fällt immer noch was auseinander. Da haben wir ein Auto. Oder war das jetzt unter der Brücke? Oder war das eine Zwischenetage? Ich bin verwirrt. Weil jetzt eben gerade war das jetzt da, dieses Missionszeichen, und jetzt dann eben gerade wieder nicht. Ist das mit euch zu tun? Nimmt Schwimmunterricht? Das ist nice to know. Ach so, ah, wir kommen hier rein. Na ja, moin. Ah, da komme ich aber nicht durch, oder was? Nee, komme ich nicht durch. Okay, aber vielleicht komme ich eine Etage tiefer dann da rein. Ich dachte, ich komme nicht in das Gebäude. Komm ich hier rein? Nee. Die zählen nicht. Halt dich nicht unnötig mit Angestellten auf. Denk dran, das ist meine Firma. Ich baue die Leute auf und ich kann sie auch wieder fallen lassen. Hey, ja. Ist denn derjenige, diejenige jetzt? Ich bin wirklich irritiert. Oder hier unten vielleicht? Das ist nicht nett. Ich bin gerade ein bisschen irritiert deswegen, weil eben gerade wurde mir hier was angezeigt und jetzt wieder nicht. War ich hier oben drauf? Ah, you see it here. Einmal Rinder. Müssen wir scheiß mal wieder reinhacken. Ja. So sieht's aus. So sieht es aus. Zack. Ja, erstmal so. Moin. Tibon, pack schon ein. Deckt alle Ausgänge, er ist hier drin. Die sind sauer. Vergiss das Zeug, wir müssen hier raus. Sorry, Prinzessin. Oh, fuck. Kann ich ihm helfen? Ein bisschen Musik spielen, oder? Der Kerl hat Fixer angeheuert. Wir haben irgendwas ausgelöst und die Typen kamen angerannt. Und das auch noch recht schnell. Bleib in Deckung. Ich hol dich da raus. Okay. Ich hab was auf seinem Computer gefunden, neben diesem fucky Prototyp-Scheiß. Wo verdammt hat er das her? Oh Mann, ich bräuchte noch 10 Minuten länger.
Was hast du gefunden? Auf seinem Computer. Ach so, eine Schwäche. Ich habe eine Schwachstelle gefunden. Er schleppt die Daten mit sich rum. Also, am Mann. Wohl als Sicherheitsmaßnahme, aber er ist nicht so sicher, wie er denkt. Was sagst du da? Wenn wir ihn finden, können wir ihn einfach beklauen? Na, der merkt's nicht mal. Glaubt, er könnte Raymond Kenny verarschen. Er hat ja überhaupt keine Ahnung, mit wem er es zu tun hat. Haltet die Augen offen. Ja, ja, verstehst du. Ich könnte jetzt ein Glas rumtragen. Fuck, hey, nein! Meine Ladung geht gleich hoch. Okay. Das war, glaube ich, nicht so der Plan. Das sollte nicht so sein. Ich habe gedacht, wir können das einfach mal machen, aber das hat nicht so funktioniert. Ich habe auch das Gefühl, wir dürfen so gesehen, wir müssen hier unten bleiben. Der Kerl hat Fixer und dürfen nicht nach oben eigentlich. Die Typen kamen angerannt. Und das auch noch recht schnell. Bleib in Deckung. Ich hol dich da raus. Okay, dann müssen wir was anders machen. Ich habe was auf seinem Computer gefunden, neben diesem fucky Prototyp-Scheiß. Kotieren, ja, verdammt, genau. Verdammt hat er das her. Oh Mann, ich bräuchte noch 10 Minuten länger. Was hast du gefunden? Auf seinem Computer. Ach so, eine Schwäche. Ich habe eine Schwachstelle gefunden. Er schleppt die Daten mit sich rum. Also, am Mann. Wohl als Sicherheitsmaßnahme, aber er ist nicht so sicher, wie er denkt. Was sagst du da? Wenn wir ihn finden, können wir ihn einfach beklauen? Na, der merkt's nicht mal. Glaubt, er könnte Raymond Kenny verarschen. Er hat ja überhaupt keine Ahnung, mit wem er es zu tun hat. Bestanden? Okay, jetzt. Das wird eng. Los! Nimm den Wagen und hau schleunigst ab. Ich ruf an, wenn ich sicher bin. Lass dich nicht umbringen. Bleib wachsam. Jo, alles klar. Ah, das hat gut funktioniert. Da habe ich nicht mit gerechnet, dass das jetzt so schnell funktioniert. Die Leute können hier oben so schnell stehen bleiben. Als ich in diesem Rattenloch war, habe ich bemerkt, dass der kleine Scheißer im CDOS rumgefummelt hat. Er hat Zugang. Und ich denke, du bist sein Ziel Nummer 1. Frag mich, warum? Einfach nur, weil ich... Ja, okay, da geht's mir schon los. Sie alle Fixer oder fliehen sie? Ach du heilige Scheiße. Das ist nicht so gut. Ja, gut, das ist jetzt nicht so schlimm. Ganz ruhig, wir sind ja da. Wir haben die Sau. Moin Leute. Na, was fit? Das ist schon schlimm, wenn man mit seinen eigenen Waffen geschlagen wird, ne? Aber ich find's mega cool gemacht. Gefällt mir richtig gut. Ich seh ihn nicht, haltet die Augen auf! Hey, ja, ist ja nicht so schlimm, dass er mich nicht sieht. Ich hau jetzt hier erstmal ab. Lieber fliehen, als hier die ganze Zeit mit dem rumzumachen. Zack. Egal, wir kriegen ihn beim nächsten Mal. Jawohl, tschüss. Tja, ne? Wir haben uns bald. Ja. Lol. Was soll denn das? Bist du verrückt? Bin mal gespannt. Da bin ich echt mal gespannt, was wir mit dem Typen noch anstellen. Punkte! 3 Stück reicht noch nicht. Punkte. Also wir kommen hier langsam in die heikle Phase, Mann. Das ist so geil. Hast du mal was von Dot Connection gehört? Das kennt doch jeder in Chicago. Na dann, holla die fucking ho. Was immer das ist, da treibt die Ford sich gerne rum. Und mehr hast du nicht? Nur ein 6 Gig USB-Stick voller Lesben-Pornos. Willst du den auch? Behalt den. Gut, dann gucken wir mal. Dann schauen wir mal. Erstmal hin da. Deswegen dieses Spiel, ich habe ja das schon gesagt. Ich hatte ja schon gesagt, dass das, dass ich das Spiel damals erstmal erst nicht so geil fand. Deswegen habe ich ja auch so gesehen aufgehört, das zu Let's Playen.
Man muss aber sagen, natürlich, man wird auch älter. Ja, man versteht alles besser. Schritt weiter, als Bürger ihn mitten in Downtown Chicago sichteten. Eine gewagte Aktion. Einige Bürger glauben, dass der Rächer demonstrieren wollte, dass die Polizei unfähig ist. Was ja, das von stimmt auch. Der Polizei den Rächer zu schnappen? Dieser Typ stellt sich da mitten in die Menge. Und die schnappen ihn einfach nicht? Hey, das ist ein Statement. Er ist ein Krimineller. Vielleicht sogar ein Mörder. Warum läuft er immer noch frei herum? Ja, das stimmt. Und ein guter noch dazu. Einer von den Ehrlichen. Es liegt an diesem CTOS. Jetzt müssen weniger Cops ein größeres Gebiet abdecken. Und das bei den ganzen Banden hier. Die sind überlastet. Die Polizei hat Fallen gestellt, um zu... Ja, hören wir uns gerne an, aber ist egal. Die Default-Bedingung. Ha, wer sich mit Programmieren auskennt, der weiß Bescheid. Das Ambrose. Nikki und ich haben uns hier gerne Filme angesehen. Jetzt ist es nur noch ein Tanzclub. Default hat uns sicher bemerkt. Ja, höchstwahrscheinlich wartet er auf mich. Leck mich. Ja, hab ich mir auch gedacht. Leck mich, ja, hab ich mir auch gedacht. Ne? Eindringen, ah, das geht sogar auch. Ah, dann komme ich jetzt nämlich in die andere Tür da rein. Hallo? Fuck, hallo? Kann ich hier noch weiter? Nee, kann ich nicht. Okay. Wahrscheinlich, weil ich da sonst so nicht reingekommen wäre. Achso, oder so. Jetzt wärst du dann also auch gegangen, ne? Heile sie und du stirbst. Heilige Kacke. Verdammt, erst mal. Sieh mal an, er hat sich ins Profile-System gelegt. Er spielt mit mir. Wie der aussieht. Ja, mach nur weiter, so mein Freund. Das ist crazy. Einfach mal 172001. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Wo ist auserwählt? Drink? Die Dinger sind cool irgendwie. Würde mal interessieren, was passiert, wenn man den QR-Code von den Dingern scannt. Da ist noch einer. Wie dem Gesicht aussehen, ey. Weil die sehen ja wirklich so aus. Das ist strange. Ich guck trotzdem nochmal weiter, bevor wir jetzt hier gleich fertig machen. Aber ich denke mal, viel mehr werden wir jetzt hier nicht haben. Werken einfach mal. Ah, es sind anscheinend mehrere noch. Lass mich da doch mal durch, Mensch, Leute. Lang, okay. Das heißt, irgendwo muss noch was sein. Ah. Komm ich jetzt hier nach oben? Nee. Ah, okay. Schon gesehen. Da ist Default.
Okay. Alter, wie viele Linien sind das denn hier? Okay, von wo kommen wir denn da? Von da oben. Ist dreidimensional, müssen wir jetzt hier gucken, ja? Von unten brauchen wir noch was. Okay, wir müssen erst den machen. Können wir den nämlich machen? Wir den machen können. Machen wir mal so. Ach du heilige Kacke. Uff. Nett. Gar nicht so blöd. Ja, jetzt können wir hier mal ein bisschen rumprobieren, ne? Guck mal, die brauchen wir doch gar nicht. Ich verstehe gar nicht, warum die da jetzt noch mit dabei sind. Da müssen wir nicht vorsichtig sein, würde ich mal so sagen. Zack. Zack. So, ich hoffe mal, dass wir das Ding so benutzen können. Den brauchen wir da theoretisch auch nicht. Da müssen wir nur mit dem wieder aufpassen. Den machen wir so. Immer mal so. Zack. 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 Von da brauchen wir jetzt noch. Zack. 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 So, was liegt jetzt an hier? Was machst du jetzt? Erstmal nur zugucken. Ich kann gerade nichts machen. Na, ja, jetzt guckt er nämlich. Aber doch nicht. Ah, lol. Okay, ich dachte, das wäre eine andere Kamera gewesen. Verrückte voll. Ich sehe momentan überhaupt nichts. Bock, das ist nicht so schön. Oh. Ich halte ihn von hier aus. Okay, damit habe ich nicht gerechnet. Das ist das Problem. Jetzt weiß ich ja Bescheid. Jetzt können wir nochmal ein bisschen gucken hier. Ich kann jetzt auch mal schauen. Ich habe ja noch eine neue Waffe mir hier gekauft. Und zwar die hier. Aber weil er jetzt auch zu weit weg ist, gehen die Sachen jetzt immer hoch. Yeah.
Shit. Oben scheint noch ein besser jemand drauf zu sein. Schon wieder die Fixer. Die Typen sind teuer. Aber Default steckt bis zum Hals drin. Okay, ich hab ihn. Nur in Reichweite bleiben und T-Bone hackt sich rein. Ich hücke ein Auto tatsächlich. Blackout. Ich hab das Gefühl, ich werde ihn verlieren, weil ich kein Auto habe. Das Problem. Oh shit, nicht die Dings aufmachen. Ich brauche mein Auto bitte. Ach komm, ja, tut mir leid, es tut mir leid. Raus da. Nein, nein, bitte. Die Ford muss irgendeinen High-End-Störsender am Start haben. Nicht erschrecken, wenn dein Krempel nicht mehr geht. Das schaffen wir aber. Versuch nicht ihn auszuschalten, wir dürfen die Daten nicht verlieren. Naja, alles gut. Log ihn raus, ich tracke ihn. Warte nicht, schnapp dir alle Daten, die du kriegst, wenn ich nah genug dran bin. Ich sehe auch gerade, ich kann nämlich keine Sachen mehr machen. Wir können ihn jetzt nur fangen. Na gut, du bleibst in der Nähe. Genau so. Dann schlüpfe ich in seine Daten und er merkt es gar nicht. Du musst näher ran. Ja, komm, ganz in Ruhe. Ich muss, das ist hier eine Scheißkarre, die ich hier habe. Ja, mach du mal hier die Dinger hoch. Es kommt rein. Mann, Scheiße. Hast du gesehen, was da drin steht? Noch nicht alles. Was siehst du? Ich muss mir ein anderes Auto holen. Gewerkschafter. Gefakte Verträge. Auszahlungen. Meine Güte. Sechs Logs. Eine Menge Online-Erpressung. Ein Moment. Hier ist das CDOS. Oh, shit. Alter, hier die Verfolgungsjagd, Mann. Ja, mit diesem Auto ist das echt eine Qual. Ich suche gleich nochmal hier nebenbei eine andere Karre, die Sinn macht. Der ist eigentlich auch nicht mit so einer schnellen Karre unterwegs, aber sie scheint tatsächlich schneller zu sein als das, was wir hier machen. Warum auch immer. Wie du machst das Tor zu, dann gibt's aber Ärger, würde ich sagen. Safe, das war gar nicht Irak, sondern das war hier der Default, der sich... Wobei, der ist zu jung, glaube ich, oder? Damit dieser Rushmore den Job bekommt. Korruption in Chicago. Wie überraschend. Keine Ahnung, wie die das gemacht haben. Keine gefälschten Wähler. Sie haben echt verrückten Code benutzt. Scheiße. Keine Ahnung, was das ist. Wir haben es aber gleich, Oh, er ist irgendwo gegengefahren. Es kommt immer mehr. Wonach suchen wir denn hier eigentlich genau? Shit. Ein Video. Von einer Frau. Sie ist jetzt tot, aber irgendwas an dem Video war gefährlich genug, um mich und meine Familie anzugreifen. Bin echt gespannt, was in diesem Video drin ist. 99%, natürlich haben wir jetzt den letzten Prozent nicht mehr. Oh, da wäre ein schnelleres Auto. Egal. Für den 1%, das kriegen wir so jetzt noch hin. Ja. Das ist safe auch gar nicht Default. Oh shit, Entschuldigung. Entschuldigung. Ja, was soll ich machen? Jetzt kann ich auch wieder hier das CTOS benutzen. Ah, scheiße, das war, kann ich nicht umfahren. Nein! Oh, nee! Wagen ist halt echt so eine richtige Gurke, ey. Das ist echt der Wahnsinn. Ich weiß halt nicht, ob ich hier noch was zum Dings zum Ausschalten sehe hier.
Das hat nicht so funktioniert. Ich bin wahrscheinlich auch zu weit weg, als dass ich ihn jetzt momentan mit diesem, mit dem Rohr hätte ich ihn wahrscheinlich killen können, aber das war zu weit weg. Komm, guck das. Ey Junge, der hat wahrscheinlich noch eine langsamere Karre als ich. Es ist einfach zu kurz. Es ist einfach zu. Bin einfach zu weit weg, als dass es Sinn macht mit diesen Dingern da. Jetzt. So, vorbei mit. Würde ich schon sagen. Jedenfalls alles, was dein irrer Freund wollte. Und diese lächelnde Frau? Gibt es passende Aufnahmen? Nein, Mann. Jedenfalls keine, die ich sehe. Sicher, dass sie auf Irax Server war? Nein, aber er wollte sie von jemandem stehlen. Nur von wem? Also immer noch nicht. Oh mein Gott. Ich will nicht sterben. Oh, das ist jetzt nicht dein Ernst, dass sie jetzt die Daten nicht hatte. Die Default-Bedingung. Akt abgeschlossen, Mission beendet. Ja, nicht Akt abgeschlossen, aber Mission beendet. Ja, ich, du heilige Scheiße. Ruhig bleiben, Mann, ganz ruhig. 5 Punkte. Kann ich's jetzt? Geht das jetzt? Ja, Verstecker Takedown. Zack, rein damit. Sehr gut. Dachte, das interessiert dich. Ich habe noch nie einen Auftrag mit so vielen Nullen gesehen wie dein. Die wollen dich wirklich, Kumpel. Neu ist das nicht. Nein. Vertrau mir. Das ist was Neues. Du hast wirklich jedem hier ans Bein gepisst. Du musst Chicago verlassen, solange es geht, denn die Fixer werden dich finden. Nur eine Frage der Zeit. Danke für die Warnung. Ja, ja, du wirst sie ignorieren, aber ich dachte, ich versuch's. Das ist richtig. Menschenskindersturm. Das scheint aber erstmal gewesen zu sein. Mal gucken, ob wir gleich noch einen Anruf von irgendjemand anderem bekommen. Genau. Ich glaube, ich habe doch eine Zukunft als Tontechniker. Hör mal rein. Du hast das Audio bearbeitet? Hör mal rein. Brent Alster, bitte im Büro melden. Brent Alster. Nickys Anruf kam vom selben Ort wie diese Lautsprecherdurchsage. Brent Alster. Das ist gut. Ich suche mal nach seinem Arbeitsplatz. Da. Nicky ist da. Ich Kläranlage. Weiß bitte sagen, sie zurück, ja. Abgelegener Ort, wo vielleicht nicht jeder hingeht. Oh, da mal Kohle hier. So, hier passiert natürlich jetzt erstmal hier nichts. Da wird jetzt erstmal nicht weitergefahren. Aber ich glaube mal, wir werden auch erstmal nicht weiterfahren. Nee. Das machen wir jetzt auch nicht. Ich suche erstmal nochmal hier ein schönes Auto, damit wir da weitermachen können. Und für euch ist aber erstmal Ende. Für euch ist erstmal vorbei. War vorbei, genau, ne? Und, genau, wenn es euch gefallen hat, dann hören wir uns jetzt dieses Audiolog nicht an. Aber wenn es euch gefallen hat, könnt ihr gerne ein Abo da lassen, darüber würde ich mich sehr freuen. Ach nee, wir haben anders. Ach Gott, das passiert bei mir. Ne. Genau. Du machst mal überhaupt nichts. So, die hat, natürlich, die hat mich gerade durcheinander gebracht, ne? Deswegen, ach, scheiße. Blumforschung stellt heute ein verbessertes Verschlüsselungssystem vor. Die PR. Oder auch nicht, genau. Gut, Leute, vielen lieben Dank jetzt nochmal. Jetzt fangen wir nochmal neu an. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr gerne da Like da lassen. Darüber würde ich mich sehr freuen. Wenn es euch nicht gefallen hat, könnt ihr natürlich auch einen Daumen nach unten geben. Aber schreibt bitte rein, was euch dann nicht so gut gefallen hat, damit ich das vielleicht beim nächsten Mal dann besser machen kann. Was zum Teufel? Ach, das ist das Verbrechen. Ah. Und genau, wenn es euch richtig gut gefallen hat, dann könnt ihr auch ein Abo da lassen, darüber würde ich mich sehr freuen. Guckt gerne mal auf Twitch vorbei und schaut dann mal, ob das ich versuche das hier gerade noch nebenbei so zu machen. Ja, ist gut. Und könnt gerne mal Twitch vorbeigucken. Der Link ist unten in der Beschreibung. Und ich würde dann mal sagen, wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Hier bei das war ein Fehler, Mann. Du bist zu den Watch Dogs. Hau ab! Sofort! Scheiße, ich dachte, das kriegen wir noch hin jetzt währenddessen hier. Zack, kriegen wir auch noch. Tschüss. Vorbei. Zack, easy going. Gibt's noch Punkte dafür?
bestimmt gut verbessert. Das soll ich nicht sein. Bis zum nächsten Mal. Rein. Tschüssi.